So, meine Freunde, der Final Countdown bricht an die letzten drei Typen der Sunday 7 Mega-Evolutionen in Pokémon Sonne und Mond. Und es sieht immer mehr danach aus, dass wir keine neuen Megas kriegen. Leider, ich bin sehr, sehr traurig darüber auf der einen Seite. Ich freue mich natürlich auch, dass es dafür Alola-Form gibt, dass halt immer irgendwas anderes mit reinkommt. Aber Mega-Pokémon war für mich so das an Generation 6, was ich am meisten gefeiert habe. Und ich finde es schade, dass sowas nicht übernommen wird. Denn das ist ein Mechanismus, den ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und ihr, denke ich mal, auch. Ansonsten wären die Videos ja nicht so krass geklickt worden. Und heute geht es um Wasser-Pokémon mit einer Einschränkung. Ich habe kein einziges Stock-Pokémon mitgenommen, denn wohl oder übel, sollte es jemals wieder Mega-Evolution geben, werden diese sowieso eine bekommen. Von daher gehe ich davon aus, dass die Stock-Pokémon erstmal rausfallen komplett und wir lieber uns um andere Wasser-Pokémon kümmern diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter mit Feuer-Pokémon und danach das letzte Video mit den Pflanzen-Pokémon. Wenn es euch gefällt, lasst bitte ein kleines Däumchen nach oben da und wir legen jetzt los mit Platz Nummer 7. Ich hatte es schon in meiner allerersten Top 7 Mega-Evolution in Sonne und Mond drin. Damals noch als komplett eigenes Video ohne irgendwelche Typisierung mit besonderen Typen. Mega-Lantern. Ich mag Lantern. Lantern ist ein cooles Pokémon. Ich habe es damals schon gesagt. Man kann sehr schön variabel spielen. Sowohl mit Void-Absorb als auch mit H2-Absorb. Je nachdem, was man im Team braucht. Und ich finde das Pokémon leider viel zu selten genutzt. Darum fände ich es extrem cool, wie hier Mega-Lantern sehr viel mehr Bulk. Diese beiden Abilities bitte behalten. Das wäre halt echt gut, wenn es die beiden Abilities behalten würde. Denn dann, oder eine Kombination wäre natürlich noch besser. Denn dann hat man das perfekte Pokémon für diese Einsatzmöglichkeiten und eventuell mehr Bulk als einen Rotom Wash. Das wäre mir sehr, sehr lieb, denn dann ist Rotom Wash nicht immer so krass bevorzugt. Okay, Rotom Wash hat natürlich die Schwebe, was natürlich immer für Rotom Wash sprechen würde. Aber ich finde Lantern stylischer, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Rotom Wash ist einfach bloß eine fucking Waschmaschine, von daher Mega Lantern würde ich mich sehr darüber freuen. Auf Platz Nummer 7. Platz 6 geht an den kleinen Mantarochen aus Generation 2, und zwar Mega Mantine. Seht ihr? Mega Man? Ja, nee. Mega Mantox, Mega Mantax. Wäre ziemlich cool. Ich mochte Mantax damals, habe noch nie gecheckt, als ich noch Knirps war, dass es eine vierfache Elektroschwäche hatte und immer schön Donnerblitz reingewechselt habe. Man kann nicht alles haben, das habe ich dann später natürlich gelernt, dass dieses Pokémon ein Donnerblitz nicht so verkraftet. Aber Mantax finde ich vom Design halt ziemlich cool. Ich mag diesen Mantarochen ziemlich gerne und finde es schade, dass er eigentlich so selten benutzt wird. Von daher, Mega Mantax wäre für mich ein Pokémon, was auf alle Fälle worthy wäre, also würdig wäre, eine Mega-Evolution zu bekommen. Denn es ist ziemlich cool. Eventuell macht man den Flugtypen weg und gibt dem Pokémon den Unlufttypen. Fände ich persönlich ziemlich cool. Mein Platz Nummer 6. Platz 5. Geht an den kleinen Starreball, nämlich Baldorfisch. Und Baldorfisch ist eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon, allerdings nimmt es niemand. Es nimmt einfach niemand. Dem Pokémon fehlt mehr Bulk, dem Pokémon fehlt eventuell ein bisschen mehr Attack, würde ich sogar sagen. Und auf jeden Fall fehlt dem Pokémon eins, und das ist Style. Baldorfisch ist an und für sich gar nicht mal so dumm. Es ist halt ein Kugelfisch. Kugelfisch ist ein Gift, dieses von Typ Wassergift. Ist nicht schlecht, kann man nichts dagegen sagen. Allerdings wäre es halt viel, viel cooler, wenn dieses Pokémon weitaus defensiver gestaltet worden wäre und mit mehr KP-Investment, mit mehr Defense und Spezial-Defense-Investment wäre das, denke ich mal, sogar ein richtig geiles defensives Pokémon geworden. Aber so wie es jetzt ist, gibt es einfach viel zu viele Pokémon, die in Rang auch laufen, schon eine Toxa als Spinner. Macht den Job da weitaus besser als Baldorfisch. Also Baldorfisch braucht einen Push. Und ich hoffe, er kommt irgendwann noch, denn Baldorfisch ist an und für sich ein ganz cooles Pokémon. Platz 4. Ja, ja, die Generation 1 Romantik, ihr kennt das schon bei mir. Und Enteron ist ein Pokémon, das hätte es mehr als verdient, endlich mal eine Mega zu kriegen. Denn ihm fehlt der Psychotyp. Das Pokémon hat in Generation 1 so viele Psycho-Attacken gelernt, Leute. Du dachtest, das ist ein Wasser-Psycho-Pokémon. Das ist ein normales Wasser-Pokémon. Das hat keinen Step auf die Psycho-Moves und lernt sie haufenweise. Das sind Designentscheidungen, die verstehe ich nicht. Okay, ich verstehe sie einfach nicht. Allerdings ist Enteron ein ziemlich cooles Pokémon. Und ich würde sehr feiern, wenn es Mega Enteron irgendwann geben würde. Mit dem Typen Wasser Psycho. Okay, ist nichts mega Besonderes. Eventuell das Ding ein bisschen mehr Init und ein bisschen mehr Spezialangriff. Ein kleiner Push im Bulk, also ein bisschen mehr Defense und Spezialverteidigung, wäre auch nicht schlecht. Aber Enteron ist ein solides Pokémon an und für sich und Mega Enteron könnte sogar noch solider werden, von daher mein Platz Nummer 4. Platz 3.
Ja, Leute, wir erinnern uns immer schön an die Folge, an der Ace Krabby sich in der Pokémon-Liga zu Kinglerwart entwickelte. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich mochte Kingler immer. Kingler ist ein cooles Pokémon. Okay, dass es zwei unterschiedlich große Scheren hat, ist jetzt mal vom Design her nicht so geil. Ich bin auch jemand, der auf symmetrische Pokémon steht. Aber das ist erstmal zweitens. Aber Kingler ist ein cooles Pokémon gewesen. Krabby ist ein cooles Pokémon gewesen. Und schon, dass echt Krabby einfach mal halb so groß ist wie das Krabby von Gary, war damals so lustig im Anime. Und ich würde mir wünschen, dass Kingler ein bisschen mehr Liebe kriegt. Eine weitaus krassere Megaform. Die finde ich eigentlich sogar schon ziemlich gut. Eventuell den Typen Wasserstahl bekommt und mehr Bulk kriegt. Das Ding muss nicht schnell sein. Es ist eine fucking Krabbe, die kann eh nicht so schnell rennen. Aber ein bisschen mehr Bulk, Wasserstahl-Typ und das Ding wäre eigentlich geritzt. Ein bisschen mehr Angriff sogar noch dazu. Und das Ding ist ein schöner Bike-Attacker mit einer guten Fähigkeit. Und unser kleines, armes Kingler, was irgendwo in einem Low-Tier rumkrebst, wäre ein solides neues Pokémon. Fände ich cool. Mega-Kingler, mein Platz Nummer 3. Platz 2. Wer erinnert sich denn bitte noch an Lumineon? Das Fisch-Pokémon aus Generation 4, was einfach niemand genommen hat. Lumineon ist so ein schönes Pokémon an und für sich. Ich finde es jetzt von den Stats her, sei es mal dahingestellt, es ist einfach totaler Mist von den Stats her. Aber ich finde es vom Design her richtig cool eigentlich. Und ich finde, dieses Pokémon hätte es schon längst verdient, mal irgendwie einen Push zu kriegen. Und eine Mega-Evolution für Lumineon wäre eigentlich mehr als angebracht, finde ich. Den ganzen könnte man den Typ Wasser Fee geben, Wasser Psycho geben, alles würde ziemlich passen. Es hat so eine Feen-Engelsgleiche Gestalt, es könnte aber auch ein Psycho-Pokémon werden. Und ich finde, Lumineon hätte hier auf alle Fälle, das wäre sowas von würdig für eine Mega-Evolution. Und ich hoffe wirklich, dass es, sollte es einen Diamant per Remake geben, dass diese Pokémon wieder Mega-Evolution kriegen. Das wäre sehr, sehr schön. Und darum mein Platz Nummer 2, Lumineon. Platz Nummer 1. So Leute, zum Platz Nummer 1 brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Bitte verbeugt euch alle vor König Welser und erkennt endlich seine Macht an. So Leute, das war's von mir mit dieser Top 7. Wir hatten diese Woche die Wasser-Pokémon, nächste Woche kommt Feuer-Pokémon, danach die Pflanzen-Pokémon. Und was dann kommt, da könnt ihr euch schon mal überraschen lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Wir sehen uns wie gesagt nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.